Für sowas bräuchte ich wirklich wahrscheinlich den Berserker, aber den müsste ich erstmal finden. Oh, wer bist du? Und worüber wird dein Kapitän nicht glücklich sein? Dieser junge, schlagsige Matrose bringt seine Kappe ängstlich in seinen Händen und auf seiner gerunzelten Stirn sammelt sich der Schweiß. Als du dich ihm näherst, werden seine Augen größer und er geht ein paar Schritte nach vorne. Hättest du einen Moment Zeit? Du bist nicht von hier, oder? Du siehst nicht so aus, als kämst du vor den Tox. Er sieht sich nervös um. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Schau mal, ich habe kein Geld für dich. Was? Nein, ich bin nicht. Das ist es nicht. Baiko stellt sich auf die Zehenspitzen, um ängstlich an mir vorbeizuspähen. Dann beugt er sich nach vorne. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe etwas verloren. Eine Seemannskiste. Eine äußerst wichtige Seemannskiste. Er schaut zu seinen Stiefeln hinunter. Die Seemannskiste des Kapitäns. Wie hast du das geschafft? Könnte sein, dass ich ein bisschen abgelenkt wurde. Makeno nickt zu dem Gebäude in der Nähe. Ich war gar nicht lange weg, nur eine Stunde im salzigen Mast. Als ich zurückkam, war die Seemannskiste weg. Er sieht dich flehend an. Es ist wirklich kaum Zeit verstrichen. Wer auch immer sie gestohlen hat, kann nicht weit gekommen sein. Wir hatten aber Wachwechsel und jetzt bin ich dran. Ich kann mich nicht vom Bord schleichen, um sie zu suchen. Und wenn der Kapitän davon erfährt, wird er mich erledigen. Er würde mich an der Ra aufknüpfen. Bitte, wenn du sie für mich zurückholen kannst, dann werde ich dich für deine Mühen gebührend belohnen. Da schwöre ich bei der Flamme. Du kannst meinen ganzen Lohn haben, wenn Kapitän von Tero davon erführe, könnte ich ihn sowieso nicht mehr aufgeben. Hast du eine Ahnung, wo die Diebe die Seemannskiste hingebracht haben könnte? Naja, die Seemannskiste ist ziemlich schwer. Außerdem hat auch keiner, der von mir befragt, gesehen, dass sie herumgetragen worden wäre. Ich vermute, dass sie sie irgendwo in der Nähe versteckt haben. Sie könnten nicht weit gekommen sein. Die Seemannskiste hat ein ziemlich gutes Schloss, daher hoffe ich es, dass sie es nicht aufbekommen haben. Es sei denn, sie haben es mit einer Axt bearbeitet. Oh, bei den Göttern, er atmet tief ein. Wenn sie sie aufbekommen haben, dann bin ich wirklich erledigt. Was lässt dich vermuten, dass ich nicht von hier bin? Bauchgefühl, der Matrose grinst dünn. Ich könnte deine Hilfe trotzdem gebrauchen. Bist du ein Matrose? Jawohl, vor einem halben Jahr habe ich angeheuert. Die Bezahlung ist ziemlich ordentlich und der Anblick der Sonnenaufgänge auf hoher See. Das würde ich für nichts in der Welt aufgeben. Er seufzt. Ich wünschte nur, ich hätte mich zuerst über den Captain informiert. Na dann? I've got it. Das kriegen wir doch nicht auf. Da brauchen wir erst mehr Mechanik für. Okay, das heißt, wir haben noch eine kleine Nebenquest. Ich denke mal, mit ein paar Räubern können wir es eher aufnehmen als mit. A dozen Adiran ships were shattered against these levies during the War of Defiance. Best to heed the astrologers, I find, where tides are concerned. Place gets by. All the right places. Das sollten wir nicht so genau wissen. Und hier können wir ins Wasser und sogar noch was erstöbern. Und ja, ist ziemlich mies, dass ich die Suchfunktion benutze. God's damn that son of a girl. Die Götter mögen diese Hundensummen versammeln. Sie starrt mit glänzenden goldenen Augen hinaus aufs offene Wasser und schaut auf dir vorbei zum Horizont. Deine Gegenwart spürt, dreht sie dir ihren gefiederten Kopf zu. Möchtest du denn du eine vom Glück verlassene valianische Handelsgesellschaft übernehmen? Wenn du nur ein bisschen Hirn in der Birne hast, könntest du wirklich was daraus machen. Sie presst den Kiefer zusammen und fährt leise fort. So wäre du gewillt bist, ein paar Blutflecken abzuwaschen. Was genau geht hier vor sich? Genau? Wenn ich das wüsste, hätte ich bessere Laune. Das Mestre Versado vor dem Jahr Jahreszeitenwechsel in einem Grab landen wird, ist das Einzige, was ich genau weiß. Die Frau blickt einen Moment lang zum Lagerhaus zurück und verzieht das Gesicht. Nach einem leichten Nicken in deine Richtung stürmt sie davon. Okay. Da haben wir doch jemanden, mit dem wir reden können. Ein alter Mann eilt über die Docks und schaut aufs Meer hinaus. Er macht viel Wirbel über etwas Großes und Rundes, das sich immerzu von einer Hand zur anderen bewegt. Du bist dir nicht sicher, ob sein Gesichtsausdruck mit aufgerissenen Augen und offenem Mund für Überraschung oder Angst steht. Auf ihn trifft das anscheinend auch zu.
Du siehst nicht aus wie ein Wächter. Er beäugt dich und deine Ausrüstung etwas näher. Sag mal, hättest du nicht Interesse, dir ein paar Panzer zu verdienen, oder? Er zeigt dir das Objekt in seiner Hand. Es handelt sich um einen großen runden Opal, in den irgendwie thianische Ruder eingeritzt wurden. Sein Schweiß hat den Opal zum Glänzen gebracht. Siehst du das Schiff, das da drüben gesunken ist? Ich suche schon seit geraumer Zeit nach jemandem, der mir beim Bergen fehlender Frachtstücke hilft. Erzähl mir was über diese fehlende Fracht. Er leckt sich über die Lippen. Wir begannen in Kaltborg und arbeiteten uns wie üblich auf und abladen den Fluss hinunter, wie immer. Was genau ist passiert? Er massiert den Opal mit seiner klammen Handfläche. Als wir Eiders Rast erreichten, haben wir eventuell uns dazu einverstanden erklärt, ein paar Kisten von einem Ort namens Kliaban Rilak an Bord zu nehmen. Ein paar Kerle haben einen kurzen Blick auf die Fracht riskiert. Sie berichteten von Rüstung und einem zerbrochenen Zepter. Er zuckt mit den Achseln. Keine Ahnung, warum er etwas Kaputtes kaufen sollte, aber diese Beseele würden einfach alles kaufen, wenn man es nur mit den Ruinen in Verbindung bringt. Er umschließt den Opal mit seiner Hand. Der hat fest, dass seine Fingerknöchel weiß werden. Wir waren schon fast in Trutzbucht, als das Geschrei anfing. Ich habe in meinem Leben schon genügend Schenkenschlägereien gesehen, aber das hörte sich anders an. Ich war mit dem Käpt'n an Deck, aber dann ging er und der Obersteuermann unter Deck, um der ganzen Aufregung auf den Grund zu gehen. Als ich nicht mehr zurückkam, sah ich in den Frachtraum hinunter, erschaudert. Ich sah eine dieser Rüstungen, die ganz alleine herumlief. Sie war ganz mit Blut bedeckt. Als sie mich sah, rannte ich auf die Luke zu und schloss sie. Er zwickt seine Augen zusammen. Und wie ist das Schiff hierher gekommen? Er rollt den Stein zwischen seinen Händen hin und her. Ich bin nur ein Deckarbeiter, aber ich war der Letzte, der übrig war. Ich steuerte das Schiff so gut es ging. Aber als wir am Farmheim vorbeifuhren, fuhr ich auf das Riff. Ich schaffte es gerade noch so, bis nach Hodras Geschenk, wo ich über Bord springen und dann zu den Docks schwimmen musste. Ich hatte die Fracht schon aufgegeben, vom Zeitag ganz zu schweigen, als einer der Kerle das hier mit seinem Netz hochgeholt hat. Wieder zeigt er dir den Opal. Es ist ein Teil dieses Zepters, wenn ich mich richtig erinnere, gab es noch drei andere Stücke, und ich würde alles darauf verwetten, dass sie auch irgendwo im Flachwasser liegen. Oh, wenn sie mir jemand bringen würde, es gäbe eine ordentliche Belohnung. Was passiert, wenn ich den Rest finden sollte? Finde mir die fehlenden Artefaktstücke, dann bringe ich dich mit einer Beseeler-Freundin aus meinen Expeditionstagen zusammen, die einen Haufen Münzen für dich findet. Er kratzt sich am Bart. Ich will damit nur ein paar hundert Pfund verdienen, um meinen verpassten Zahltag auszugleichen. Wenn das für dich in Ordnung ist, werde ich dir diesen Stein und den Namen meines Kontaktes geben, sobald du alles zusammen hast. Imatl sieht sich den Opal nochmal an. So wie der Knabe diesen Stein mit seinem Netz herausgefischt hat, könnte ich darauf wetten, dass du die fehlenden Stücke während der Ebbe im Flachwasser finden kannst. Imatl schaut aufs Meer hinaus. Brauchst du sonst noch was? Hast du irgendjemanden hier mit einer großen Truhe entlangkommen sehen? Wenn ich mir das recht überlege, ja, er deutet nach Osten. Sie sind in diese Richtung gegangen. Allzu weit sind sie bestimmt nicht gekommen. Wie läuft das Geschäft? Er spuckt ins Wasser. Ab jetzt sehe ich lieber mit Kapitänen, die besser auf ihre Fracht aufpassen. Auf diese Schwarzhandelsgesetze des Dukes gebe ich einen Lindwurmdreck. Aber ich bin zu alt, um gegen alte Schrecken zu kämpfen. Er atmete die salzige Luft tief ein. Ich möchte nur meinen Lebensarbeit Abend mit ehrlichem Tageswerk verbringe. Erzähl mir was über Ontraks Geschenk. Er kratzt seine sonnenverbrannte Kopfhaut. Wir haben den Hafen, eine Fischfangflotte und regelmäßigen Schiffsverkehr. All das. Er winkte zu den Windschiffen aufeinander drängten Baracken hin. Das hier ist um die Docks herum wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das ärmste Viertel von Trutzbucht, aber auch eines der lebendigsten. Er grinst. Und was die Lebendigkeit betrifft, geht nichts über den salzigen Mast. Wenn du etwas über den Ort wissen willst, solltest du besser einen jüngeren Mann fragen. Er liegt in Richtung eines großen, runden Gebäudes im Osten. Im Mattel klingt aber nicht nach einem Namen aus dem Dürrwald. Das liegt daran, dass es nicht so ist. Ich komme aus der Xamitel-Ebene, eine weite Savanne nördlich des Dürrwaldes. Dort ist es eigentlich gar nicht so anders wie auf dem Meer. Es gibt Orte, vor denen man in keiner Richtung mehr als den Horizont sieht und wo der Wind wehend ins Gras weht. Er sieht so, wie die Brandung gegen das Schiffswrack schwappt. Im Moment wie diesem frage ich mich, was ein Mann der Ebene wie ich überhaupt auf dem Wasser zu suchen hatte.
Wegen dieser vegetarischen Reliquie. Ja, hast du überhaupt eine Ahnung, was deine Besitzerfreundin damit vorhat? Als wir jung waren, hat sie immer mit diesen Dingen herumgebastelt. Ich dachte immer, dass sie nicht ganz richtig im Kopf sei, weil sie nicht so in ein staubiges Studierzimmer in Farnheim zurückzog. Aber nach diesem Grauen auf dem Schiff glaube ich jetzt, dass sie die klügere Wahl getroffen hat. Dann leben wir wohl. Eine neue Aufgabe. Geheime Fracht, ist das Zeug hier, was hier so versunken ist? Was ist das? Weißblatt, okay. Oh. Hey Jungs. Basis eines equitarianischen Zepters. Okay, das haben wir schon mal. Und hier ist der Rest des Schiffs, Frax. Und hier sind noch mehr von dieser Sorte. Animat. Okay, die scheinen nicht ganz so heftig zu sein. Heilen die sich etwa? Los, tötet irgendwas. Okay, Fenris hat's erwischt. Regenfäule. Du eine geringe Ausdauer wiederherstellen auf Edda. Okay. Diese Animaten sind heftiger als man denkt. Nochmal ein Zauber. Du versuch mal den Chef da hinten loszuwerden. Genauso wie du und du. Und du. Zauberst uns mal Unterstützung. So, alle auf den Animat. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir den Oberchef da loswerden. So, da hat's Itobak erwischt. Und Edda hat's auch erwischt. Und die Skelette hat's auch erwischt. Okay, gleich fällt Edda nochmal um. Deswegen Heilung. Edda heile ich mal selber mit dem mit Gauds Segen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen Adra-Animat loswerden. Ich glaube, mit ihm verschwinden dann auch die Regenfäule. Komm, tötet ihn. Muss ich jetzt wirklich noch nachhelfen? So, noch die letzte Regenfäule weg, bitte. Kriegt ihr die nicht tot? Doch, sie ist tot. Okay, die spalten sich wohl selber, die Regenfäulen. Und wir haben... Oh, Kupferbindungen. Urwasser. Equitarianisches Schild. Zerschmetterte Adimat-Rüstung. Equitarianischer Dolch. Erwecktes Adra. Sure. Okay. Der Dorn eines equitarianischen Zepters.
Das war ein übler Kampf, muss ich ehrlich sagen. On your word. Vor allem, weil Edda ziemlich übel einstecken musste. Ob wir den anderen Kampf da noch schaffen?